was? Christina hat sich gewünscht, ein Video übers Waffentraining, gerne Stocktraining. Diesen Wunsch möchte ich gerne erfüllen, den kann ich leider nicht von mir zu Hause aufnehmen, weil meine Wohnung eine Dachgeschosswohnung ist und darum zu niedrig. Prinzipiell kann man mit den Waffen überall trainieren, wo man genug Platz um sich herum hat, wo man genug Platz nach oben hin hat, zum Beispiel in großen Wohnungen oder im Garten oder im Wald oder sonst wo. Stocktraining, wahrscheinlich darum auch der Wunsch, weil manche von euch haben keine Waffen zu Hause und deswegen eignen sich dann zum Beispiel auch Dinge wie Besenstiele, um das Stocktraining zu üben. Darum dieses Training auch vor allem an unsere Anfänger gerichtet. Die Grundlagen sind enthalten, trotzdem auch was für die Fortgeschrittenen. Man kann ja nie genug lernen. Unser Stock, der Joe, 1,28 Meter ungefähr lang, dient im Aikido gleichzeitig dem Üben von Stocktechniken wie auch dem Üben von Speertechniken. Und so würde ich sagen, beginnen wir jetzt. Wir beginnen zunächst mit einfachen Grundübungen. Ja? So, erste Grundübung. Wir stehen mit dem rechten Bein nach vorn. Wir nehmen den Stock so in die Hand, dass etwa zwei Drittel unten sind, etwa ein Drittel oben. Der Daumen unserer Hand ist oben. Der kleine Finger ist unten. Und wir fangen an, als würden wir hier einen Stift haben und hier ein Blatt Papier vor uns, als würden wir auf diesem Blatt Papier mit dieser Seite eine liegende 8 zeichnen. Oder wenn ihr wollt, ein Unendlichzeichen. Ja? Vor uns auf dem Boden. Eine liegende 8. Ja? Oder ein Unendlichzeichen. Die Bewegung dabei kommt aus dem Handgelenk. Vor uns ist dieser Kreuzpunkt und wir versuchen Stück für Stück diese liegende 8 immer größer zu machen. Immer größer. Immer größer und größer. Unser Handgelenk dreht sich. Das Handgelenk dreht sich und irgendwann schreiben wir diese 8 nicht mehr auf den Boden, sondern wir kommen in so eine rotierende Bewegung herein. Ja, langsam nochmal zurück in Richtung Boden. Und nochmal diese 8 zeichnen ganz bewusst. Oder dieses Unendlichzeichen. Und Stück für Stück immer größer werden. Größer. Größer, größer. Was sich dabei immer anbietet, ist die Hand, die andere Hand vors Zentrum zu halten. Ja, also mir hilft das dabei. Und natürlich kann man dann entsprechend, wenn das in die Motorik übergegangen ist, kann man versuchen, schneller zu werden. Und langsamer. Schneller. Und langsamer. Und gerne auch immer wieder zurück zum Boden und ganz bewusst diese 8 zeichnen. Jetzt tauschen wir die Seite aus, nehmen die linke Seite. Und auch da fangen wir an. Auf den Boden eine liegende 8 zu zeichnen.
auch hier, wir werden größer, 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 bis wir so eine rotierende Bewegung aus dem Handgelenk haben. Und gerne auch dann wieder Stück für Stück näher zum Boden und bewusst diese 8 Zeichen. Und auch wieder Größe, 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 Größe. Größer, größer, größer und gerne noch mal schnell, wenn ihr wollt. Vorsicht, dass der Stock nicht über den Gartenzaun dem armen Nachbarn, der da gerade seine Radieschen sät, auf den Kopf fällt. Und okay, jetzt zum nächsten Punkt. Wir gehen wieder zur rechten Seite. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schritt, wenn ihr das geübt habt und den Stock jetzt schon relativ gleichmäßig kreisen lassen könnt, dann könnt ihr bitte Folgendes machen. Und zwar, ich stelle mich jetzt mal seitlich. Während ihr den Stock kreist, Henkan machen. Das heißt, die Füße auf der Stelle zu drehen, um 180 Grad unseren Körper zu drehen. Stück für Stück. Gleiche mit der linken Seite ebenso. Ihr seht, dass mir das auf der linken Seite auch ein bisschen schwerer fällt als auf der rechten. Ich würde sagen, das ist meine Vanille-Seite, wie bei den meisten Rechtshändern. Dann, nächste Übung oder nächster Übungsvorschlag. Rechtes Bein nach vorne. Wir machen auch diese Bewegung und während der Stock kreist, gehen wir in den Kniestand, kommen wieder hoch. Gehen wir in den Kniestand, hoppala, kommen wir wieder hoch. Gehen wir in den Kniestand, ihr habt gerade gesehen, dabei müssen wir achten darauf, dass unser Arm jetzt ein bisschen in der gleichen Höhe bleibt. Und kommen wir wieder hoch. Gehen wir in den Kniestand und kommen wir wieder hoch. In den Kniestand. Und kommen wir wieder hoch. Und in den Kniestand. Und wieder hoch. Ebenso Hidari, die linke Seite. Erst gleich. Erstmal anfangen. In den Kniestand. Und wieder hoch. In den Kniestand. Und wieder hoch. Kniestand
Und wieder hoch. In den Kniestand. Und wieder hoch. Wenn das auch gut klappt, kann man die Übung, die wir gerade gemacht haben, miteinander kombinieren. Also, rechte Seite, rechte Hand. Wir machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch, machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Das gleiche auf der linken Seite. Machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Machen Henkern, gehen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Machen Henkern, kommen in den Kniestand, kommen wieder hoch. Nächster Übungsvorschlag. Wir fangen auf der rechten Seite an. Wir drehen auf der rechten Seite und können dabei zählen, zum Beispiel Ich, Ni, San, Shi, Go. Dann wechseln wir zur anderen Seite. Ich, Ni, San, Shi, Go. Und zur anderen Seite. Ich, Ni, San, Shi, Go. Ich, Ni, San, Shi, Go. Die Bewegung langsam aus diesem Schwung nach oben. Bringen wir unser Bein nach vorn und aus diesem, hier wechseln wir und aus diesem Schwung in die Richtung bringen wir das andere Bein nach hinten. So. Und gerne fünfmal. Ich, Ni, San, Shi, Go. Ich, Ni, San, Shi, Go. Oder, das war ein bisschen schnell, aber ich denke zweimal. Okay, zwei Übungen vielleicht noch. Als nächstes diesen Wechsel. Also, wir fangen wieder rechts an oder links, könnt ihr auch, das ist mir eigentlich gleich. Wir fangen an zu kreisen, gehen in die Kniestand, in den Kniestand, kommen hoch, tauschen die Seite, gehen in den Kniestand, kommen hoch, tauschen die Seite. Gehen in den Kniestand, kommen hoch, tauschen die Seite. Gehen in den Kniestand, kommen hoch, tauschen die Seite. Gehen in den Kniestand, kommen hoch, tauschen die Seite. Gehen in den Kniestand, kommen hoch, tauschen die Seite. Jetzt. Wenn ihr das alles geübt habt und euch wird dann ein bisschen langweilig noch, dann fangt ihr nochmal von vorne an. Ihr nehmt den rechten Fuß nach vorn und jetzt habt ihr ja eure Seite schon, die ihr könnt. Ja? Ja? Alles gut, soweit. Jetzt macht ihr die 8 genau in die andere Richtung. Also wenn ihr die 8 bis jetzt immer so lang gemacht habt, macht ihr die 8 ab jetzt andersrum. Und ihr fangt an. Langsam auf dem Boden, langsam auf dem Boden und Stück für Stück werdet ihr wieder größer und größer und größer
und übt ab jetzt die neue Richtung. Ihr seht, das sieht bei mir auch ziemlich holprig aus. Da stehe ich auch relativ am Anfang noch beim Üben. Die rechte Seite klappt schon ganz gut. Gleich bei der linken Welt, ihr seht, hui, da muss er noch eine Menge üben. Ja, und auch gerne wieder langsam werden. Siehst du, jetzt bin ich rausgekommen. Das ist die normale. Und auch gerne wieder auf den Boden ganz bewusst zeichnen. Andere Seite auch. Das ist meine Richtung, die ich kann. Und jetzt kommt die andere. Ach, erst auf den Boden zeichnen. Und größer. Und größer. Und größer. Wie gesagt, die andere Hand zum Zentrum, das hilft ganz gut. Jedenfalls mir, könnt ihr mal ausprobieren. Und auf der Seite seht ihr jetzt auch, das ist eigentlich das Schnellste, was ich kann. Ja, das ist nicht so leicht für mich. Da muss ich wirklich mich sehr konzentrieren, um das durchzuhalten. Und auch dann wieder tiefer und so weiter. Alle Übungen, die ich in die eine Richtung gezeigt habe, können wir auf der anderen Seite genauso üben. Bei all diesem wünsche ich euch total viel Spaß. Ihr braucht einen Wiesenstiel. Ja, schleift euch den vielleicht ein bisschen, ihr könnt ihn auch zurecht sehen. Ja? Wer gerne Waffen hier im Dojo hat und möchte sich die leihen kommen, bitte nehmt Kontakt mit mir auf. Wir finden da sicher eine Möglichkeit, zu einer Waffenübergabe zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Ausbildung zum Helikopter und in diesem Sinne, bis bald und lasst euch die Decke nicht auf den Kopf fallen. Domo arigato gozaimashita.